Alright, MSA 2008 Nachschreiber Klausur vom 23.06. Und zwar ist es jetzt die Aufgabe 6, die mit dem Bleistift, wenn man sich dran erinnert. So, wir haben hier einen Bleistift, der ist 19 cm lang, der ist zylinderförmig, so wie das gerne mal ist, sind ja nicht mehr alle. Hat einen Durchmesser von 0,8 cm und die Bleistiftmine, die wird ja immer durch so ein kleines Löchlein reingeschoben, sind 0,2 cm. Platz wird dafür eingeräumt. Und die Frage A lautet jetzt tatsächlich, berechnen Sie, wie viel Kubikzentimeter Holz ein solcher Bleistift enthält. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Okay, wir haben hier also einen Zylinder, das heißt, wir können erstmal schon mal V-Zylinder angeben, ist Pi mal R Quadrat mal H. Im Übrigen ist dieses hier der Durchmesser. Das heißt, der Radius davon ist 0,4 cm. Genauso hier auch, ne? Radius und Durchmesser, immer aufpassen, was ist in Wirklichkeit gegeben. So, das ist der ganze Zylinder. Und das Volumen des Holzes, Volumen Holz, ist gleich V Gesamtzylinder minus V Mine. Ja, die Mine haben wir hier drin, die ist ja nicht aus Holz, wenn man da mal genau nachgucken möchte. Das ist ja in Wirklichkeit Graphit oder was das ist. Gut, das heißt, wir können jetzt sagen, V Holz ist dieses V Zylinder-Ding mit dem R von 0,4 minus das V Mine-Ding, also die Mine abgezogen davon. Jetzt können wir hier schon mal eintragen. Das ist die leichtere Variante vielleicht. Wir haben Pi mal 19 cm mal 0,4 cm zum Quadrat. Hier will ich jetzt mal was zu den Einheiten sagen, das steht nämlich schön in der Lösung drin. Dass Einheiten eigentlich erst im Antwortsatz wirklich auftauchen müssen. Das heißt, stress dich mal jetzt nicht mit den Einheiten in der Rechnung. Ja? Nachher, später mal, wird das von dir zwar verlangt, wenn du das jetzt schon kannst, ist gut. Wenn nicht, dann stress dich nicht damit, aber check, welches ist denn hinterher wirklich die Einheit davon. Minus, haben wir gesagt, Pi mal 19 cm ist ja auch die Mine lang, mal 0,1 zum Quadrat. So, wer das jetzt sehen kann, dass man hätte man auch hier Pi mal 19 ausklammern können, dann wäre Pi mal 19 mal 0,4 zum Quadrat minus 0,1 zum Quadrat. Gut, dann wollen wir doch mal sehen, was kommt insgesamt raus. Hier aus dem Gesamt-V-Zylinder kommt raus 9,55 Kubikzentimeter. Und die Mine hat 0,6 Kubikzentimeter und insgesamt ergibt das Ganze hier dann 8,95 Kubikzentimeter. Jetzt sollte man natürlich tatsächlich, da kann man das Kubikzentimeter schon hinschreiben und dann schreibt man auch noch einen Antwortsatz hin und checkt vorher nochmal die Frage. Berechnen Sie, wie viel Holz ein solcher Bleistift enthält. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma, haben wir hier auch gemacht. Dann sagt man, ein solcher Bleistift enthält 8,95 Kubikzentimeter Holz. Gut, jetzt geht's gleich zu Aufgabenteil B weiter.